Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman Blood Money. Zur Erklärung, warum die letzte Folge nur die Hälfte gezeigt hat oder ungefähr die Hälfte. Das lag daran, dass die Audioaufnahme bei mir im Spiel oder hier halt meiner Stimme halt abgeschmiert ist und quasi nur zur Hälfte da war und ich wollte es nicht nachvertonen. Weil ich finde, so ist es dann doch ein bisschen schöner. Wir haben das letzte Mal, also in der letzten Folge hier in diesem Zimmer aufgehört. Ich habe also jetzt nochmal bis zu dieser Stelle hingespielt, allerdings ein bisschen weiter, also ich habe doch in der letzten Aufnahme wollte ich dieses Höschen mit Äther trinken und naja, das ist das Ergebnis, da kommt so ein Wachmann rein und schnüffelt an diesem Höschen und naja, kippt um. Er hat übrigens noch gesagt, das ist geiler Scheiß, das ist der Nektar seiner Lust oder irgendwie sowas. Auch ein, zwei kleine Veränderungen gab es auch. Beispielsweise habe ich jetzt die nette Dame mit ihrem Hüftfehler nicht erschossen oder erwürgt, sondern ich habe sie mit dem Grill hingerichtet, so dass sie quasi einfach nur verbrannt ist. Ich muss mir also noch ihren Stick holen. Und der Mafia-Boss oder Mafia-Typ lebt auch noch. Ich werde ihn versuchen, diesmal wieder in seinem Let's Play-Zimmer zu stellen. Und also quasi hier drinne. Und wir verstecken uns auch schon mal und gucken einfach mal auf der Karte, wo er ist. Und hier nimmt er einfach seine Let's Plays auf. Hier oben guckt er sich die gerenderten Folgen an, so schön mit Box noch. Ne? Falls es langweilig ist, hat er ja noch einen Kaffee und ein Buch. Oh ja, wir sind ein richtig schicker Typ. Hier können wir uns also quasi hinter der Ecke verstecken. Wir gucken einfach mal, wo er ist. Er ist gerade in der unteren Etage, genau hier in seinem DVD-Zimmer. Da guckt er sich gerade wahrscheinlich ein paar Pornos mit seinen Jungs an, hier mit den beiden Wachmännern. Und hier gibt es nochmal zur Erklärung. Hier stand ja der Grill. Hier haben wir die nette Dame, die im Pool gelegen hat. Hier ist auch, sind auch die beiden toten Leute wieder. Ich habe das wieder so gemacht, dass ich mich als Müllmann verkleidet habe und mir dann das Clownskostüm geholt habe, so über das Haus rein bin, also keinerlei Waffen dabei habe, außer ein paar Giftspritzen und so. Ein paar Updates habe ich vorher noch gesehen, die wir noch machen können, habe also noch ein paar Updates gemacht, wahrscheinlich, weil ich die Folge schon durchgespielt habe oder dieses Level, habe ich auch noch gleich ein, zwei Updates mitgemacht, wie zum Beispiel eine schusssichere Weste, na, also hier mit den toten Clown. Also ich... jetzt habe ich so viel geredet. So. Zack, Genickzwirbler. Holen wir uns seine schicke Wumme. Und nehmen ihn noch mit. So, legen ihn einfach mal hier um die Ecke. Ne, so, dass er nicht gleich sofort auffällt. So. Ablegen. Wäre natürlich cool, könnten wir sein Outfit noch anziehen. Jetzt versuchen wir mal rauszugehen. Oh, der hat gleich ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Hier sind sie immer noch alle auf Patrouille. Da haben wir die gegrillte Lady. Jetzt hat sie auf jeden Fall ein bisschen mehr Bräune bekommen. Das liegt einfach daran, dass sie halt draußen schwimmen war und nicht wie vorher veranschlagt immer innen drin. Ich guck mal, ob wir jetzt hier irgendwo ja, die sind auch alle alarmiert. Da war die Krustenlady. Ne? Die Kurzhaarfrisur steht jedoch auch. Brüste hat sie keine, wie wir sehen. Entschuldigt. So. Und jetzt spazieren wir einfach wie gewohnt. Da wird jemand, glaube ich, gerade alarmiert. Das heißt, wir beeilen uns mal ein bisschen. Oh, danke schön. Sehr freundlich von Ihnen. Super, wir gehen ganz entspannt einfach aus der Tür raus.
Zack. Oh, da wurden gleich ein paar Party-People alarmiert. Das FBI ist gleich da. Jetzt holen wir uns einfach unseren Anzug wieder. Und im Grunde sind wir dann eigentlich schon fast für diese Aufnahme durch. Zack, fällt ja gar nicht auf. So. Gehen also ganz. Und wir joggen ganz entspannt hier einfach mal entlang. Gucken uns vielleicht nochmal ein bisschen die Gegend an. Hier haben wir natürlich schon die FBI-Leute, die wahrscheinlich jetzt schon aufmerksam geworden sind auf seinen Tod. Oh, das sind einfach nur ein paar nette Leute da. Und wir fliehen auch gleich in Richtung Norden. Aber es war doch mal ein netter Vorort. Ich fand die Mission eigentlich relativ easy. Könnt ja gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Mission fandet. Da haben wir, ne, sieht man, Kills insgesamt 5. Abgefeuerte Schüsse haben wir keine. Treffer haben wir auch keine. Naja, weil wir nicht geschossen haben. Nahkampfkills 5. Unfälle haben wir einen, da habe ich ganz am Anfang den Jogger, den habe ich gleich außer Gefecht gesetzt, indem ich ihn getötet und in den Gully geworfen habe. Kopfschüsse haben wir keinen, gefundene Leichen haben wir eine, das ist wahrscheinlich der Müllmann in den Müllwagen gewesen. Aufgeflogene Tarnung haben wir keine, einen Zeugen und wir wurden nicht gefilmt. Also im Grunde kann man sagen, war das doch ein ganz guter Schnitt. Lärm haben wir relativ wenig gemacht, ein bisschen mehr Gewalt haben wir benutzt. 24 Minuten habe ich jetzt insgesamt für diese Mission gebraucht. Hier sieht man natürlich, dass ich nur ungefähr einen Teil aufgenommen habe. Ich wollte jetzt nicht schon wieder die ganze Folge aufnehmen. Und natürlich hier Raufbold ist unsere Bewertung und Bekanntheitsgrad ist 10. Ziele, ja, okay. Schadensregulation, wir mussten wahrscheinlich hier unsere eigenen Waffen holen. 121.000 ist doch schon mal ein ganz guter Schnitt. Raufbold schlägt zu, ist diesmal unsere Schlagzeile, Entschuldigung. Vinnie Sinestra wurde getötet. Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Mal gucken. Sinestra war bei einem Zwischenfall mit 4 weiteren Opfern. Oder 4 weiteren Toten. Dazu sagt das FBI, wir werden den Killer finden. Das ist alles nur eine Frage der Zeit, hahaha. Mehrere Morde sind mit einem Strangulationswerkzeug begangen. 3 Opfer wurden unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden. Untersuchten derzeit die Todesursache. Die Entdeckung einer versteckten Leiche gibt der Polizei ein Rätsel auf. Derzeit ist noch unklar, ob diese mit den Verbrechen im Zusammenhang steht. Nein, tut sie überhaupt nicht. Das La Jolla Police Department verhört derzeit einen Zeugen, der sein Leben retten konnte. Ich überlege, wer da Zeuge war. Gehen die derzeit von einem männlichen Täter aus, der 43-jährige Ex... Achso, das war da. Ja, okay. Trio, mehrere Dings, FBI, ja, bla bla bla. Zeugenschutzprogramm. Okay, was haben wir hier? FBI jagt Albino. Okay. Es ist sonnig. Oh, hier Präsidentschaftswahl, Frank Morgan, Tom Stewart. Oh. Also im Grunde war das doch diesmal ein sehr guter Lauf. Trotz Unterbrechung. Okay, wir speichern. Profil wird gespeichert. Yeah. Und ich würde sagen, damit sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Also bis dahin, viel Spaß.